Umgang mit Kurzsichtigkeit anderer. Wenn ich jetzt über Kurzsichtigkeit spreche, dann meine ich natürlich nicht die biologische, die medizinische Kurzsichtigkeit. Wenn du jemanden siehst, der hat Kurzsichtigkeit, sieht also nur in die Nähe, dem würde man raten zu einer Brille, einer Kontaktlinse oder auch, wenn er jung ist, zu einer Laseroperation. Hier geht es um eine andere Kurzsichtigkeit, nämlich die geistige Kurzsichtigkeit. Es gibt Menschen, die schauen nur das, was in naher Zukunft kommt. Man wird ja vielen Wirtschaftsunternehmen vorwerfen, dass sie nur die nächsten Quartalszahlen im Auge haben. Manchmal muss man langfristige Dinge sehen. Du kannst jetzt jemanden beschimpfen, dass er kurzsichtig sei, oder du kannst mit ihm sprechen, was ist langfristig. Manchmal hilft es zu überlegen, langfristige Visionen, was wird in 5 Jahren sein, was wird in 10 Jahren sein, was wird in 20 Jahren sein, was wäre wünschenswert, denn die Zukunft ist ja nicht nur festgelegt, wir können Zukünfte auch schaffen und ermöglichen. So kann man überlegen, was hätten wir denn gern in 10 oder 20 Jahren und wie könnten wir dorthin kommen? Wie könnten wir das, was wir kurzfristig machen, auf das ausrichten, was langfristig ist? Es ist manchmal gut, dass jemand die Initiative ergreift und den Vorschlag macht, lasst uns doch mal langfristig denken, lasst uns doch mal langfristig überlegen, was wir langfristig erreichen können.